In diesem Video möchte ich euch die Polaroid SX70 Modell 3 mal etwas näher vorstellen. Zunächst einmal handelt es sich, wie man sieht, um eine faltbare Kamera. Um diese zu öffnen, nimmt man hier den Daumen und den Zeigefinger und zieht hoch, bis es einrastet. Schon ist sie aufgebaut. Man braucht natürlich für die Sofortbildkamera auch Filme, genau die SX70 Filme, die zwar nicht mehr von Polaroid, aber wieder von Impossible hergestellt werden. Link dazu sind in der Beschreibung. Ja, hier sind auch schon so würden die dann aussehen, zwar mit so einem Schutz, dass der Film nicht schon belichtet wird. Aber so, zum Einlegen drücken wir hier diesen Knopf an der Seite und die Klappe geht auf. Dann schieben wir die Kassette so rein. Dann kommt schon das erste Bild bzw. natürlich der Lichtschutz raus und wir können eigentlich schon fotografieren. Wie man sieht, ist eine Batterie in der Kassette drin bzw. wie man jetzt gemerkt hat. So, zum Fotografieren müssen wir hier scharf stellen auf die passende Entfernung und eigentlich nur noch auslösen. Achten sollte man darauf, dass man hier nicht auf dem Belichtungsmesser mit der Hand irgendwie ist. Bei diesem Modell der SX70-Reihe ist es allerdings so, dass es keine Spiegelreflexkamera ist, sondern man muss hier einfach durch Erfahrung bzw. Metermaß oder so scharf stellen. Es ist also keine Spiegelreflexkamera in diesem Sinne mit Suche, richtig. Hier schaut man einfach nur durch. Darauf achten sollte man auch, hier sieht man so zwei kleine Punkte, dass das Motiv in diesem Bereich ist. Dann kann man eigentlich schon auslösen. Hier kann man noch hell-dunkel machen. Und man hat das fertige Bild. Ja, das war es eigentlich schon. Um sie wieder zuzumachen, drückt man hier einfach nach hinten. Die Kamera ist wieder kompakt. Vielen Dank auf jeden Fall mal fürs Zuschauen. Die Links sind wie gesagt in der Beschreibung unter fotozeug.eu. Dankeschön.